Geschwister und Brüder, nach dem großen kirchlichen Fest der Menschwerdung des Sohnes Gottes, das wir auch als Fest des Vaters feiern, das Fest von Ostern und Tod und Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus und das Fest des Heiligen Geistes am Pfingsten, fasst die Kirche mit dem heutigen Sonntag nach diesen großen Festreisen noch einmal alles zusammen am Sonntag der göttlichen Dreifaltigkeit. So selbstverständlich das klingen mag, denn jedes Gebet, das wir sprechen, beginnt ja mit dem Kreuzzeichen und dem Namen des dreifaltigen Gottes. So unendlich tief und geheimnisvoll bleibt doch sein Wesen, das Wesen des eines Gottes in drei Personen. Die Texte der Liturgie an diesem Sonntag versuchen es immer wieder hin und her zu proben und zu biegen und uns hineinzuführen in dieses Geheimnis eines Gottes, der nicht für sich lebt, sondern in Beziehung untereinander und mit uns Menschen. So wollen wir zu ihm rufen, der in seinem Sohn Jesus Christus unser Herr, unser Kyrios geworden ist. Herr Jesus Christus, mit dem Vater und dem Heiligen Geist bist du der eine Gott und der Herr. Gloria in excelsis Deo.
Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk, er sagte: Forsche einmal in früheren Zeiten nach, die vor dir gewesen sind, seit dem Tag, als Gott den Menschen auf der Erde schuf. Forsche nach von einem Ende des Himmels bis zum anderen Ende. Hat sich je etwas so Großes ereignet wie dieses? Hat man je solche Worte gehört? Hat je ein Volk einen Gott mitten aus dem Feuer und Donner sprechen hören, wie du ihn gehört hast und ist am Leben geblieben? Oder hat je ein Gott es ebenso versucht, zu einer Nation zu kommen und sie mitten aus einer anderen herauszuholen, unter Prüfungen, unter Zeichen, Wunder und Krieg, mit starker Hand und hoch erhobenem Arm und unter großem Schrecken, wie es der Herr, euer Gott, in Ägypten mit euch getan hat, vor deinen Augen. Heute sollst du erkennen und dir zu Herzen nehmen. Der Herr ist der Gott im Himmel droben und auf der Erde unten, keiner sonst. Daher sollst du auf deine Gesetze und seine Gebote, auf die ich dich heute verpflichte, achten, damit es dir und später deinen Nachkommen gut geht und du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt für alle Zeiten. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
zeugt der Geist selbst unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Wort des lebendigen Gottes.
maßen den ganzen Weg der Offenbarung Jesu, der Menschwerdung bis zum Tod, unser Auferstehung hin, unsere Himmelfahrt und dem Geschenk des Heiligen Geistes zusammenfassen.
dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
danken dem Herrn, unserem Gott. So nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte ihr wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmen und trinken alle daraus. Es ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Der Sohn des Vaters, der uns den Heiligen Geist geschenkt hat,